Scheint Probleme zu geben. Ich checke das mal am anderen Rechner. Ah, jetzt geht's. Okay, alles klar. Ein bisschen Verzögerung. Okay, jetzt dürfte jeder das Bild haben. Ton sollte auch da sein oder gut sein. Dann legen wir los, nachdem hier der Risikohinweis gezeigt worden ist. Steigen wir direkt bei den Rohstoffen ein. Silber und Gold nach dem Abverkaufstag gestern an den EMA 200 im Tageschart gab es heute eine leicht, sage ich mal, echt eine bullische Reaktion nach oben. Da wurde hier die 18 US-Dollar-Marke erreicht, angelaufen. Davon ist er wieder abgeprallt. Ich habe ja heute Vormittag schon noch diesen Chart auf dem Guidance Desktop veröffentlicht. Hier sieht man, dass eben direkt gestern der EMA 200 angelaufen worden ist und eben diese noch nicht verletzt wurde. In den unteren Zeitebenen, natürlich gibt es ja auch absolut noch keine Entspannung oder sonst was. Hier wurde nach der 9 Uhr Kerze nochmal ein Versuch unternommen, nach oben durchzustarten. Der scheiterte allerdings dann hier am EMA 10 oder an der Unterkante des Rainbows. Jetzt sieht das Bild, also auch das kurzfristige, jetzt schon danach aus, dass eben nochmal kurz dieses Level unterschritten wird. Doch dann sollten sich die Bullen definitiv zurückmelden. Denn ich habe jetzt hier persönlich ja, weitere wichtige Unterstützungen noch nicht auch ausgemacht, sondern ich gehe mal davon aus, wirklich, dass dieser EMA 200 in Verbindung mit der Wochenunterstützung bei 17,88 eben bis Freitag circa 17 Uhr eben hält. Bei Gold, da wurde es gestern eben sogar auf Schlusskursbasis leicht unterschritten. Heute wurde der EMA 200 sofort zurückerobert. Und dieser, also Gold, ist im Moment nicht, ja, gerade nicht so unter Druck. Also die letzten 2 Stunden. Und hier kann sich das ja ruhig bis 1285 erstmal ausdehnen. Natürlich für Trendfolger ist das jetzt alles nur für antizyklische Anleger. Für Trendfolger ist natürlich das Chartbild erst einmal ja, kaputt, beziehungsweise hier im großen Chartbild würde ja auch die Kaufsignale, wie erwähnt, als Trendbestätigung auch gar nicht aktiviert. Jedenfalls beim Gold definitiv nicht. Kurz zum Brent. Hier wurde leider das Kauflimit gestern nicht erreicht. Hier hangelt er sich weiter auf dem Rainbow, auf der Oberkante eben auch noch hinauf. Das Kauflimit lag gestern knapp eben unter 50 US-Dollar bei Brent. Und aktuell ja, wird sogar ja, im Hoch sogar fast die 52 US-Dollar-Marke erreicht. Also hier würde weit mehr. Chartbild ja hier von letzter Woche noch weit mehr erreicht als gedacht. Also hier war zunächst diese Trendlinie angedacht und dann eben maximal hier die 50 US-Dollar. Hier ist es jetzt aber auch nach oben ausgebrochen. Somit wären weiterhin im Prinzip Rückläufe größeren Ausmaß auch Kaufkurse, solange sie eben über, ja, natürlich eher über 49 bleiben oder auch 49,34. Ja, das für mich die Rücksetzer sind, wären kaufenswert. Jetzt hat sich hier ein Chartbild entweder versteckt, ja, was nämlich auch wirklich bemerkenswert ist. Manche Aktien, wie jetzt hier nur eine Fortuna Silber, gestern habe ich andere vorgestellt, ist zwar teilweise schon der EMA 200 unterschritten worden, aber hier konnte Fortuna Silver Mines von 2 US-Dollar bis auf ja,
knapp $10 ansteigen. Hier gab es eine Konsolidierungsphase mit dem Gap Close. Dann gab es hier den Move bis unter den EMA 50. Und gestern nun, wenn er auf Schlusskursbasis hält, gerade noch dieses Limit, wurde eben hier auch noch ein weiteres Gap geschlossen, beziehungsweise eben auch den EMA 200 direkt erreicht. Also das Bild sieht jetzt hier ähnlich aus. Kann natürlich durch die Kerze können oder darf oder wird wahrscheinlich auch vermutlich weitere Verkäufe jetzt erstmal nach sich ziehen, gleich zur Eröffnung, wenn Amerika um 15:30 Uhr startet. Und dann, wer wirklich den Wert handeln will, soll genau beobachten, was eben knapp über 6 US-Dollar macht. Sieht man hier Käufer im Markt, dann kann er hier wirklich relativ schnell wieder einen Dollar gut machen, die Aktie. Zu den Währungspaar australische Dollar, japanischen Yen. Er hängt noch hier im Widerstandsband fest. Setup ist trotzdem aktiviert. Hier eine schöne Bodenbildungsformation. Wenn das jetzt hier aufgesprengt wird, dürfte sich hier Kurse eben über der 81 Yen-Marke ergeben. Gegebenenfalls natürlich auch weit höhere Kurse. Zum US-Dollar, japanischen Yen, das war der australische Dollar. Hier würde die Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen und erreicht hier jetzt sogar ohne weitere oder größere Rücksätze die höchstwahrscheinlich die 1, die 103,50er Marke. Dort könnte es dann eben zu, ja, Gewinnmitnahmen kommen, zu größeren. Wer also hier noch investiert sein sollte, kann oder sollte den Stopp nachziehen auf etwa dieses Level. Dann hätten wir hier den Forex-Bereich und die Rohstoffe abgedeckt. Zum DAX. DAX hat gestern ja hier noch im Abend, genau am späten Nachmittag oder am Nachmittagshandel, diese Bewegung vollzogen. Diese war präferiert. Die anderen Kurse wurden erstmal nicht angelaufen. Heute gab es dann ein etwas größeres Downgap, welches allerdings, wie jetzt hier im 15-Minuten-Chart, auch im etwa am EMA 200 dann abgefangen wurde. Hier habe ich heute Vormittag mich auch kurz beschäftigt, was hier möglich wäre oder was ja handelbar wäre, wenn jetzt hier dieses, wurde jetzt nur angelaufen sogar, sondern nicht unterschritten, die 10.530er Marke. Und hier wäre oder hier ergibt sich ein schöner Kaufbereich zwischen 10.480 oder bei 10.440 Punkten. Allerdings müssen hier oder sollten hier auch Umkehrkerzen abgewartet werden. Zuletzt wurde hier ja diese komplette Aufwärtsbewegung abverkauft. Dann gab es hier keine gegen. Das war hier diese. Diese Bewegung komplett abverkauft. Es gab keinen Halt am letzten Verlaufstief. Deshalb hier könnte sich jetzt eben ein Cluster sich ergeben. Das darf korrigiert werden. Und hier gibt es dann eben schöne Kaufzonen. Das wäre jetzt hier zum DAX zu sagen. Also im kurzfristigen Fenster der Wochenchart, ja, sieht jetzt im Moment noch nicht berauschend aus. Hier ist nur zu sagen, dass dieses Level von 10.200 nicht unterschritten werden darf.
Das war's, danke fürs Zuhören. Achso, noch einen kleinen Moment. Der Nikkei war noch hier, erreicht jetzt hier auch fast den EMA 200 wieder und hat damit das Kursziel hier, das ganz kurzfristige, auch erreicht. Hier ist dann auch spannend, ob es durchgeht, ob hier der Markt hier durchzieht oder ob hier wieder die Bären dann das Ruder übernehmen. Danke fürs Zuhören. Bis später.